Servus, Rolf. Grüß dich, Sandra. Siehst du das Dilemma? So geht es uns ja, oder viel unseren Berufskollegen ja in Deutschland, mit Auswuchs im Getreide. Jetzt sind wir beim Wurz, bleiben wir beim Wurz. Also das ist schon echt. Ja, das ist eine Katastrophe. Also die, die jetzt einen Wurz noch stehen haben. Also ich meine, wir haben vorher schon geredet. Also es gibt Regionen in Deutschland, wo zum Teil zu 80% der Wurz noch steht. Oder, ja, steht, ist gut gesagt. Wenn man das so sieht, wenn er also ein bisschen ins Lager gegangen ist, wie er da schon wächst und alles. Also das ist eigentlich ein Drama. Ich möchte gerne mal erklären, was das eigentlich auch für uns heißt. Bei mir haben wir jetzt zum Beispiel das Glück gehabt, wir haben ein Zeitfenster genutzt, haben am Wurz mit 16-17% Feuchte zur Mühle gefahren. Du weißt ja ganz genau, was das eigentlich für uns heißt, gerade mit den Trocknungskosten. Eigentlich eine totale Einbuße für das, dass der Wurz momentan eh nicht so berauschend viel Geld bringt. Ja. Und ja, Qualitätseinbußen noch und nöcher. Und jetzt steht das meiste nur draußen. Ja, das ist für uns einmal das Problem. Also wirtschaftlich gesehen ist halt das Problem jetzt, dass praktisch die Qualitäten, jeder hat bald gesagt, ja, die sind weg. Und also die Fallzahlen sind schlecht bei einem Wurz, der wo jetzt noch steht. Man sieht es ja, also bei dem, was du in der Hand hast, da treibt er schon richtig aus. Und dann gibt es aber Körner, bei denen sieht man das mit dem Auge noch nicht so. Und das ist trotzdem so, dass der von der Fallzahl her so bescheiden ist, dass er als Backware nicht mehr geht. Der geht dann ins Futter. Oder wenn er ganz, ganz schlecht ist, dann sogar im Biogasanlage. Und das ist natürlich, kriegt man dann so einen schlechten Preis, dass sich das eigentlich alles nicht mehr rechnet. Ich habe heute in der Früh im Radio gehört, weil ich in die Arbeit gefahren bin, von wegen Bauernverband München hat eben gesagt, dass die Qualität leider teilweise eben nur noch für Futtergetreide eben herrscht. Und dann hat der Radiomoderator doch wirklich gesagt, von wegen, ja, aber für die menschliche Ernährung ist das eh uninteressant, weil da gut eh so, wie so der Weltmarkt. Ja, genau. Also das finde ich schon echt, also ja. Eigentlich ist also so eine Aussage, da muss jetzt wieder, da schwillt man wieder der Kamm, weil es kann nicht sein, wir reden alle von regional und wir wollen das aus unserer Gegend haben, das Getreide. Ich meine, da muss man zum sagen, zum Glück gibt es dann wieder einen Ausgleich, aber also die Aussage, die verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist ein Witz. Man kann auch nicht jetzt sagen, wir werden jetzt alles wieder von der ganzen Welt zusammenkaufen. Wir haben ja momentan die Situation, die wir haben, eigentlich nur, weil mit der Ukraine da so viel schiefgelaufen ist. Man hat gesagt, die Ukraine braucht Getreide. Unsere Preise waren eigentlich anständig, aber was ist gemacht worden? Es sind wieder so tolle Lumpenstickerl dran worden, dass zu uns ein Weizen reingekommen ist, dass irgendwelche Transporteure Beihilfen abgezockt haben. Da redet keine Sau nicht in dieser momentan. Ja. Und von der Qualität, da darf man auch nicht sprechen teilweise. Also die Art der Herstellung ist nicht diese wie bei uns. Also das muss man ganz klar sagen. Wir schauen, dass wir unsere Düngeverordnung, die uns so weit bringt, dass wir kein gescheites Eiweiß nicht mehr zusammenbringen, dass wir die einhalten, dass wir das alles machen. Und dann kommt das Getreide woanders daher, da wo nichts zählt. Das, wo bei uns ja, wie soll ich jetzt sagen, wo jeder Bauer bei uns einhält, also, das ist ein Witz eigentlich. Mhm. Für welche, die wo jetzt das nicht verstehen mit Eiweißgehalt, Rohprotein oder Fallzahl, was das eigentlich bedeutet, die Mühlen oder die Bäcker kennen das Mehl oder ja, nicht? Ja. Es sind halt die Qualitätskriterien nach denen, wo unser Weizen vermarktet wird. Und wo die Mühlen dann sagen, ja, das ist dann die Einstufung und nach der kriegst du dann Zoll, also dein Geld. Und je höher der Proteingehalt ist, oder dann umso besser wirst du bezahlt. Also ist die Qualität des Weizens wird höher eingestuft und da kriegt man jetzt Geld dafür. Ja, genau. Aber weil man eben auch, dass man die Qualitätskriterien, die können das dann wirklich nicht mehr hernehmen. Ab einem gewissen Punkt können sie das auch nicht mehr untermischen oder sonst irgendwas, sondern dann ist eben grob wie das. Genau. Futtergetreide. Dann ist Futtergetreide. Und dann brauchen wir auch wieder unsere Tiere, von denen wir ja alle reden, dass wir die notwendig brauchen. Tut mir das leid, wenn wir da über das reden wollen, aber das ist so, da schließt sich der Kreis einfach. Ja. Man braucht die Viecher. Ja, man nimmt ja teilweise nicht nur immer das Korn, das nimmt man ja teilweise für die menschliche Ernährung und den Rest
die Pflanzenstoffe haben wir eben auch für Biogas oder für unsere Viecher oder sonst irgendwas. Wir brauchen eigentlich die ganze Pflanze und verwerten auch die ganze Pflanze. Genau. Also auch beim Qualitätsgetreide vorne auch so und so viel Prozent Odi, wo einfach nicht für, den menschlichen Verzehr geeignet sind, die Klei oder so. Und die gingen auch in die Tierfütterung. Genau. Und deswegen ist auch das eigentlich auch wichtig, dass wir einen Kreislauf haben und auch vor allem regional und auch die verschiedenen Qualitäten. Auch Bio und auch konventionelles Getreide ist halt einfach alles wichtig. Und mal nur zum Info, bei Raps gibt es auch Auswuchs, da zeigen wir euch einmal ein Foto davon, wie sowas ausschaut, hat uns auch ein Berufskollege zur Verfügung gestellt. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, also dieses Jahr, bitte, wenn es jetzt, sobald es warm wird, ich weiß, ihr habt jetzt alle Urlaub und ich weiß, ihr möchtet auch alle Ausflüge machen und alles, aber es ist immens wichtig, wenn das Wetter jetzt schön wird, werden wahrscheinlich auch wir Landwirte, unsere Lohnunternehmer und so weiter auf die Straße müssen. Irgendwann muss das einmal, das leider Dilemma, ab und zu auch wieder vom Feld. Es hilft uns nichts. Ja, das ist so. Wenn es jetzt dann zum Fahren geht, dann müssen wir alle hinaus und müssen fahren. Man hat es ja bei uns gesehen in der Region. Ja. Da war vorige Woche ein Tag und da sind alle gefahren. Die haben nass gedroschen, war wurscht. Man ist gefahren bis in der Früh um 3, nur damit man das Getreide abernten hat können, dass man die einigermaßen Qualität heimbringt. Auch wenn man dann mehrere Kosten hat, also mit den Trocknungen und so. Und genauso wäre es jetzt bei den nächsten Tagen auch wieder gehen, wenn irgendwann ein schöner Wettertag ist, dann müssen wir hinaus und müssen fahren. Und für uns spielt dann auch die Befahrbarkeit der Böden noch mit eine Rolle, weil sie die jetzt auch durch den vielen Ring haben sie die angesoffen und da müssen wir eben schauen, wo kommen wir rein und ja. Also es wäre jetzt noch ein paar spannende Tage geben für uns Landwirte und da brauchen wir den Rest der Bevölkerung, den wir da schon bitten, dass Verständnis zeigen, wenn einmal ein Träger auf der Straße ist oder wenn wir halt da zu Uhrzeiten noch arbeiten, da wo andere schon lang gemütlich in einem Bett liegen und einen Schlaf, der, ja, oder irgendeinen schönen Traum träumen. Genau. Nein, also bitte passt auf euch auf, fahrt ein bisschen vorsichtiger und genau, zusammen schaffen wir das dann schon. Genau. Danke, Servus.